Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Im Moment reden ja alle Leute über die Geothermie und insbesondere auch über die Tiefengeothermie. Man kann richtig von einem Hype sprechen. Geothermie kann viele unserer Energieprobleme lösen. Geothermie ist immer verfügbar, ist also grundlastfähig. Sie wird auch als grüne Energie bezeichnet, weil sie klimaneutral ist. Und eigentlich müssten wir uns über jedes Geothermiekraftwerk freuen, was neu in Betrieb genommen wird. Aber es gibt auch viele Leute, die sind gegen Geothermie. Unter anderem, weil sie behaupten, dass Geothermie Erdbeben verursachen kann. Wie kann denn das sein? Was hat Geothermie mit Erdbeben zu tun? Das wollen wir in der heutigen Folge versuchen zu erklären. Wir sehen hier ja so ein Geothermiekraftwerk. Und in der Tiefengeothermie brauchen wir immer zwei Bohrungen. Eine Bohrung fördert heißes Wasser aus dem Untergrund an die Oberfläche und die andere Bohrung führt das abgekühlte Wasser wieder in den Untergrund zurück. Und damit das kalte Wasser aus der Rückführbohrung nicht gleich wieder kalt von der Förderbohrung angesaugt wird, müssen die beiden Bohrungen im Untergrund weit genug auseinander sein. Das können manchmal mehrere Kilometer Abstand zwischen den beiden Bohrungen sein. Ja, und die Leistung des Kraftwerks, was übertägig steht, die kann man berechnen nach so einer Formel, wie die hier zu sehen ist. Wir brauchen uns aber mit dieser Formel gar nicht im Detail zu befassen, sondern wir gucken uns nur den Term Q an. Das ist nämlich der Volumenstrom oder in anderen Worten gesagt, das übertägige Kraftwerk kann umso mehr Leistung bringen, je mehr Wasser im Kreislauf gepumpt wird. Die meisten Geothermieanlagen, die wir schon haben, pumpen über 100 Liter pro Sekunde im Kreislauf. Ja, und das geht natürlich nicht ohne Hilfsmittel. Es kann niemand erwarten, dass aus irgendeiner Bohrung einfach so 100 Liter pro Sekunde rauskommen, sondern da brauchen wir leistungsfähige Pumpen, die in die Bohrung eingelassen werden und die das Wasser nach oben bringen. Und in der anderen Bohrung versickert das Wasser auch nicht von selbst in so großen Mengen, sondern auch da sind leistungsfähige Pumpen drin, die das Wasser wieder zurück in die Erde pressen. Und im Untergrund muss das Wasser dann von der einen Bohrung zur anderen wieder fließen, durch die kleinen Poren des Gesteins. Und dafür ist natürlich ein erheblicher Druck erforderlich und dafür haben wir die Pumpen. Und wenn so ein Kraftwerk in Betrieb ist, dann möchte der Kraftwerksbetreiber natürlich möglichst viel Energie verkaufen. Und nach der Formel, die wir gerade gesehen haben, muss er dafür möglichst viel Wasser im Kreislauf pumpen. Also man ist als Unternehmer eines Geothermiekraftwerks immer versucht, die Pumpen noch weiter hochzufahren und noch mehr Wasser im Kreislauf zu pumpen. Wenn man das aber übertreibt, steigt der Druck im Untergrund so stark an, dass das Gestein aufplatzen kann. Es kriegt Risse. Und dieses Aufplatzen verursacht Erschütterungen. Und diese Erschütterungen, die kann man manchmal bis an der Erdoberfläche spüren. Und dann reden die Leute davon, dass das Geothermiekraftwerk ein Erdbeben verursacht hat. Wir haben das mal in einem kleinen Experiment versucht nachzustellen. Hier sehen wir eine wunderschöne Landschaft und ein Geothermiekraftwerk. Und solange wir nur wenig Wasser durch den Untergrund pumpen, passiert erstmal gar nichts, sondern das Wasser sammelt im Untergrund Wärme ein und die holen wir dann an die Oberfläche. Wenn wir den Wasserhahn aber jetzt immer weiter aufdrehen, dann merken wir hier deutlich, ups, wie sich der Untergrund zu heben beginnt. Und das ist genau das, was wir als Erdbeben vorhin bezeichnet haben. Und das wollen die Leute nicht. Und bei der Geothermie sind die Leute besonders besorgt, weil das noch ein relativ neues Ding ist. Aber im Prinzip gibt es überall Erdbeben, an jedem Bergwerk, an jedem Stausee, an jeder Bohrinsel. Überall, wo Sachen im Untergrund bewegt werden durch die Menschen, gibt es Erschütterungen, die man auch als Erdbeben bezeichnen kann. Aber im Prinzip sind alle vom Menschen gemachten Erdbeben üblicherweise in einer Stärke unterhalb 3. Das bedeutet, man kann die vielleicht spüren, aber es geht noch nichts kaputt. Trotzdem nehmen wir natürlich die Sorgen der Anwohner ernst und deswegen haben die modernen Geothermiekraftwerke heutzutage immer ein großes System an
Monitoring-Sensoren. Also wir haben Sensoren rings um die Bohrung in größeren Abständen platziert. Und mit diesen Sensoren horchen wir, ob es in der Erde irgendwelche Bewegungen gibt. Und beim kleinsten Anzeichen, dass irgendwas da unten in Bewegung kommt, werden die Pumpen gleich automatisch runtergefahren. Und so kann man Erdbeben eigentlich ausschließen im Betrieb. Das und noch viel mehr lernt man in unserer Vorlesung Geothermische Energiegewinnung hier bei uns in Freiberg. Und wir freuen uns über jeden, der sich damit reinsetzt. Glück auf!